Auf geht's nach Pony. Auf geht's auf die nächste Insel. 3. Ja, ich bin bereit. Ich bin auch bereit für den nächsten Part Pokémon Sonne. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und heiße euch herzlich willkommen. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggdolum zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst, mit Gladio und mit Lilly. Ja, los geht's zur nächsten Insel. Alles klar. Gehen wir, Zwergenfürst. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nach Pony. Da sind wir. Tja, das ist Pony. Auf der Insel lebt so gut wie niemand. Dafür ist der Natur hier aber umso üppiger. Oh, ein unberührtes Fleckchen Landschaft. Na, da freue ich mich drauf. Ihr besucht am besten mal den Inselkönig. Eine der Aufgaben des Inselkönigs ist es, das Podium zu bewachen, wo die legendären Pokémon gehuldigt wird. Sprich mit ihm, vielleicht weiß er ja was. Danke, Gladio, das hilft uns weiter. Aber eins lag mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen. Ich muss das jetzt einfach loswerden. Als du damals zusammen mit Null das Ätherparadies verlassen hast, bin ich ganz allein mit Mutter und ihren Problemen zurückgeblieben. Wenn Pia damals nicht zur Seite gestanden hätte. Es tut mir sehr leid, dass ich dich in dieser schweren Zeit im Stich gelassen habe. Ich konnte damals einfach an nichts anderes denken, als Null zu beschützen. Aber du bist wirklich sehr daran gewachsen. Ich weiß, dass ich mich jetzt guten Gewissens auf den Weg machen kann. Viel Erfolg euch beiden. Du musst meinetwegen keine Sorgen machen, Zwergenfürst. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber ich freue mich schon riesig darauf. Da wären wir, Pony. Ich lege dir gleich mal einen neuen Inselpokédex an. Du bist sicher gespannt, was für neue Pokémon dich hier erwartet, Zwergenfürst. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, was mich für Pokémon erwarten. Scheinbar auch Karpados, wie es ja aussieht. Torhaidos, vielleicht auch. Dieser Pier gehört zum Dorf des Seevolks. Wo möchtest du? Ich möchte hier bleiben. Ich bin auch gerade erst angekommen. So. Auf geht's, erkunden wir die Insel. Da ist nochmal Lilly. Sieh an! Wen haben wir denn da? Willkommen! Ach so, der war das da. Hätte ich eine ein bisschen tiefere Stimme genommen. Huch! Ich wusste ja nicht, wer es ist. Deshalb stand hier nur Fragezeichen. Lilly! Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich? Na,
Ich bin das Oberhaupt des Seevolkes. Jawohl. Ich halte den ganzen Haufen irgendwie zusammen. Des Seevolks? Aber ja doch. Schaut euch einfach mal um. Schiffe, Schiffe, überall Schiffe. Was glaubt ihr, was die sonst hier machen? Wir befahren seit Jahren die Meere der Welt, immer auf der Suche nach neuen Wundern. Und wenn wir dabei was Seltsames finden, bringen wir es hier nach Alola, um damit zu handeln. In den Häfen der anderen Inseln mag mittlerweile mehr Betrieb herrschen, aber irgendwie zieht's uns immer wieder hierher nach Proni. Aber was bringt euch hierher? Sammelt ihr auch Bären, so wie wir? Wir sind hier, weil wir dem Inselkönig einen Besuch abstatten wollen. Dem Inselkönig? Wenn ihr den sucht, stattet ihr am besten der kleinen Hapu einen Besuch ab. Es gibt nur ein einziges Haus auf der Insel. Wahrscheinlich findet ihr sie dort. Lasst mich mal überlegen. Hapus Haus? Ja, direkt davor steht so ein grobschlächtiges Pampros. Das findet ihr also ganz leicht. Na sowas. Hapu ist also hier auf Pony. Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Komm, Zwergenfürst. Mit etwas Glück können wir Hapu und ihr Pampros wirklich in diesem Haus antreffen. Na dann. Ich teile mir jeden Tag eine Portion Setznudeln mit meinem supersüßen Frulio. Ganz ehrlich, kann man ein schöneres Leben haben? Ich bin mir sicher, das ist ein schönes Leben. Pokebälle werfe ich im hohen Bogen. Leider landen sie dann in den Wogen. Okay. Pony ist ja für eine erbarmungslose Natur bekannt. Dank meines grandiosen Partners kümmert mich das aber nicht. Los, Fleckmann! Oh, ein Boot. Das können wir sogar betreten. Darauf ist ein Pelipper. Und noch zwei Leute. Bist du eigentlich ein Glückspilz? Nicht wirklich. Ich habe eigentlich eher Pech. Ich habe gerade eine ziemlich große Pechsträhne. Nicht? Dann nimm schnell das hier an dich, damit du auch in Zukunft das Glück hold ist. Du heißt das Item Lucky Punch. Lucky Punch wurde in der Itemstasche verstaut. Lucky Punch trägt ein Schaneira. Dieses Item landet es mit seinen Attacken oft volle Treffer. Wenn man da nicht von Glück sprechen kann, dann weiß ich leider auch nicht weiter. Ja, ich habe leider keinen Schaneira. Sonst würde ich es ihm geben. Hey du, ich sag dir jetzt mal was. Das Pokémon Raichu sieht hier in Alola etwas anders aus. Ist gewöhnlich schon gewusst. Klar, weiß ich. Habe ich schon gesehen. Dann tu halt wenigstens so, als fändest du die Info interessant, als aus Höflichkeit. Wie dem auch sei, ich selbst habe hier in Alola leider noch keins gesehen. Wenn du mir aber ein Raichu aus dieser Region zeigst, dann kriegst du auch was Tolles von mir. Nein, ich werde mein Pikachu jetzt nicht nur wegen dir entwickeln. Nö, mach ich nicht. Oha, ein Angler. Und ein Item. Lichtkanone. Pokémon zu angeln ist nicht leicht. Ich werfe die Angel aus, doch sie ignorieren den Köder. Wahrscheinlich ein Geduldsspiel. Dann versuche ich es mal. Ich angel mal ein bisschen. Hops, beim ersten Versuch. Ein Geduldsspiel. Okay. Carpador! Das müssen wir uns fangen.
Ich will ein Carpador. Muss nicht unbedingt ins Team, aber von mir aus auf der Box. Aber ich will es haben. Ich will es. Bloß nicht den Heilball, nur nicht den Meisterball einsetzen. Das wäre sehr peinlich. Hyperball. Zack. Funktioniert sowieso nicht beim ersten Mal. Ohne Schaden. 1, 2, 3. Ach was, beim ersten Mal? Okay. Ein Carpador. Wie nennen wir das Carpador? Für Carpador wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja, ich weiß, dass das sich zu Garados entwickelt. Ich will aber einen Carpador Level 100. Das wird eine große Aufgabe. Vermutlich nicht mehr in diesem Spielverlauf. Ich nenne es Witzfigur. Das ist lustig. Ja. Das lege ich doch glatt in die Box. Man muss. Scheiße, Mann, da steht Witzfigur. Moment, Moment, oh nein, 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 ich muss den Namen noch ändern. So, jetzt habe ich es einfach in die Box geschickt. Das Ding heißt einfach Witzfigur. Noch besser. Ich habe einfach das R vergessen. Dann bin ich eine Witzfigur. Ja, komm, ein bisschen Spaß muss sein. Sonst wäre die Welt ein Sonnenschein. Okay, lassen wir's. Sag mal, willst du mein Frubania haben, wenn du mir dafür einen Granbull gibst? Gehört es dir? Ich habe keinen Granbull, tut mir leid. Da heißt es jetzt wohl Abschied nehmen, aber melde dich, falls du dich umentscheidest. Okay, ich melde mich zurück. Sollte ich meinen Granbull haben. Gufa! Ach, die Gufa ist hier. Angeklebte Sachen. Das Pokémon sieht richtig hässlich aus, das Gufa. Müsst ihr euch mal von Namen angucken. Die unendlichen Weiten des Meeres laden einfach drauf, loszuschwimmen. Laden ein. Ein Pokémon-Sensor. Selbstverständlich muss ich ins Pokémon-Center und erstmal mein Team heilen. Dum, 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 dum. Schwupps. Team wieder geheilt. Muss mal ein bisschen die Box sortieren. Guck mal hier. Das ist die RIP-Box. Da kommen Erinnerungen hoch. Und Karl, unser erstes verstorbenes Pokémon, naja, nicht das erste. Das erste war Mozi, ja, das war das erste. Lea die erste, Lea die zweite. Lilly, so rum war das. Oh, wir hatten mal ein Pokémon, das Lilly hieß. Nice. Carla, Lea die dritte. Ich hatte viele Leas. Karl und Max, das sind die verstorbenen. Aus unserem Team, die waren mal Teammitglieder. Dann haben wir hier eine Box gefeuert. Da sind es die, die einfach aus dem Team geworfen habe, weil ich andere Mitglieder brauchte. Da würden dann auch gegebenenfalls Leute reinkommen, die halt aus meinem Team jetzt rausgeworfen werden, falls ich jetzt das hier Rex oder Carpador in mein Team oder gar Lilly. Noch ein Pokémon, was Lilly heißt. Habe ich sogar zwei von ins Team genommen werden wollen. Oder Sterni habe ich auch noch. Grüße gehen raus an Elli aus meiner Klasse. Elisa. So. Drei Boxen haben wir. Ein alter Mann. Oh, ich soll eine Pokémon aus deinem Team Zeit-Trümmer, Zeit-Nicht-Trümmer
beibringen. Sehe ich das richtig? Nö, kein Bedarf. Nun, dann komm einfach wieder vorbei, wenn du meine Hilfe brauchst. Zenit, doch mal, das klingt gut. Aber gut, erstmal nicht. Ich habe mein Elternhaus verlassen und bin von weit her angereist, um Carpador aufzuziehen. Okay. Ja gut, gib her. Ich bin neugierig. Nuri Kursa kann Zenitstürmer erlernen, aber dieses Pokémon hast du leider nicht dabei. Ja gut, wusste ich nicht. Die Prüfung auf Pony ist... Ach, das findest du am besten selbst heraus. Danke für die Info. Dracometeorion ist die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Soll ich sie einem deiner Pokémon beibringen? Ja, davon habe ich schon gehört. Da in dem Team befindet sich leider kein Pokémon, das die Attacke lernen könnte. Schau wieder vorbei, wenn du ein Pokémon hast, dem ich die Attacke beibringen kann. Och, komm schon. Keine Attacken für mich. Ich wurde in dieses Revier versetzt. Aber hier gibt es ja noch nicht mal eine Polizeiwache. Ich hätte so gern einen Ort, an dem ich meinen Weilort und ich entspannen können. Okay. Ein Polizist auf Pony. Ich dachte, hier gibt es fast keine Menschen. Und dafür, dass es hier fast keine Menschen gibt, habe ich verdammt viele Menschen getroffen in den letzten paar Minuten. Noch ein Mensch. Das Dorf setzt sich aus Hausbooten zusammen. Denn das ganze Meer ist unsere Heimat. Jawohl. Sohn, Sohn! Da ist doch ein Zygarde-Würfel. Zygarde-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Okay, das war mit Absicht gesprochen. Falls es jemand gedacht hätte. Und weiter geht's in der Story. Haben wir hier ein bisschen rumgetrödelt, jetzt können wir wieder weiter an die Geschichte gehen. Ich werde versuchen, mit dir Schritt zu halten, Zwergfürst. Ich schaffe das schon. Immerhin habe ich ja einen Topschutz dabei. Außerdem bist du ja auch noch hier, Zwergfürst. Ich mag die. Ich mag die irgendwie. Die ist mir mit der Zeit ans Herz gewachsen. Die ist dran kleben geblieben. Ich mag die irgendwie. Ja, dann. Ja, wo bleibst du denn? Willst du nicht mitkommen, Lady? Na gut. Der will uns nicht angreifen. Sie? Ja, sie will uns angreifen. Ich zeige meine Dankbarkeit für Beeren, die ich bekomme in Form eines Tanzes. Erster Trainerkampf auf Pony. Tänzerin Luisa fordert dich heraus. Na, wenn das nicht ein nicer Vogel ist. Ein hübscher Vogel. Ein hübscher chinesischer Vogel. Wem fällt noch ein Adjektiv ein? Schreibt es in die Kommentare. Mit welchem Adjektiv könnte man diesem Choreogel noch anhängen? Im Deutschunterricht für Fortgeschrittene. Das Adjektiv besiegt würde ich ihm jetzt gerne anhängen. Aber ich weiß nicht, ob das mir gegönnt ist. Ja, es ist mir gegönnt. Dieses Choreoge erhält nun das Adjektiv besiegt. Ich hatte ganz vergessen, meinen patentierten Siegestanz einzusetzen. Wie dumm von mir. Zwangfürst gewinnt 1720 Pokédollar und tanzt siegreich aus diesem Kampf hervor. Oha. Was haben wir denn da?
Du erhältst das Item Chiaribeere. Chiaribeere wurde in der Bärentasche verstaut. Es liegt noch eine Beere da. Burliobeere. Es liegt noch eine Beere da. Chiaribeere. Okay, keine Beere mehr. Wow, das ist eine schöne Küste. Gewusst wie? Auf dem Festival Plaza gibt es eine Bude, bei der du Goldkronkornen und Silberkronkornen erhalten kannst. Sammle dich fleißig und nimm an einem super Spezialtraining teil. Okay, da sehe ich ein Item. Findest das Item Sonderbonbon. Oh, können wir gebrauchen. Hier ist ein rohes Gras. Ein Razzikaul. Lass ihn uns fangen und Wutbürger nennen. Dum, 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 dum. Es ist Faschingszeit. Ich bin ein bisschen auf Feiern aus. Obwohl, wenn ihr das seht, könnte die Faschingszeit schon fast wieder vorbei sein. Ist ja eine Vorproduktion. Oha. Ein Pokémon, das gerade Beeren gefressen hat, springt auf dich zu. Na denn. Ein Krabox wild erscheint. Los, Lea, die vierte. Sternschauer. Zack. Die werden gar keine, das fällt gerade auf, wir werden gar keine Lea die fünfte kriegen, weil immer wenn Lea jetzt stirbt, das seht ihr gerade so gut, kann ich einfach das nächste Pokémon rufen, das ist nämlich John, der Partner, und der rächt sich einfach daran. Das ist fast nicht mehr möglich. Ja gut, dafür würde ich mich auch noch entschuldigen im Kampf mit Samantha im Team Aether. Im Gebäude dort, bei der großen Sache dort. Siehe letzte Parts. Ist mir da was passiert, dass ich das einfach... Eigentlich wäre da Lea gestorben, aber... Ja, kaum wenn ich hier bei jeder großen Herausforderung das machen würde, wäre mein Team wieder bei Null. Mal gucken, wenn ich das nächste Mal wieder... Wenn es dann ein fairer Kampf ist, dann... Kann man die Wettlock-Regeln wieder einsetzen. Du findest das Item Top-Trank. Supip. Habe ich gerade Supip gesagt? Ist ein neues Wort. Ich erfinde gerne neue Wörter. Oh, ein neuer Zigarrenwürfel. Superb. Tipps für Trainer. Ich brauche keine Tipps. Ich schaffe das alleine. Oh, ein Trainer. Ein Trainerkoch. Kocht er jetzt mich? Ich liebe diese Musik. Kann aber nicht summen. Weder summen noch singen. Dann sollte ich es lieber lassen. Es geht los. John, du schaffst es. Du hast gerade schon wieder näher gerecht. Habe ich gar nicht darauf reagiert. Nimm die Nitro-Ladung. Brutzle dir deinen Pilzkrebs. Ein Topf. John hat das Parasekt besiegt. Ist paralysiert. Und greift eventuell nicht ein. Dann müssen wir mal wieder die Puckpause benutzen. Boundary. Okay. Die sieht aber süß aus. Aber scheiß auf Niedlichkeit. Die verbrutzeln wir trotzdem. Und machen wir den Erdboden gleich. Tut mir natürlich im Herzen weh, so ein süßes Teil zu schlagen, aber was muss, das muss. Ben versucht, Donnerblitz zu erlernen. Soll eine andere Attacke durch Donnerblitz ersetzt werden? Wir hoffen wir aus. Da wäre zum Beispiel Ladungsstoß.
Ja, kann man nehmen. Eins, zwei und schwupp, Ladungsstoß vergessen und Donnerblitz erlernt. Vielleicht widme ich mich doch lieber wieder dem Bären sammeln. Da ist er, der John. Sieht ziemlich gefährlich aus. Ich weiß nicht, ob ich den streicheln will. Ist paralysiert. Was brauche ich dafür? Ein Handtuch offensichtlich nicht. Einen Föhn würde ich jetzt auch nicht benutzen. Hält Statusprobleme. Abtupfen. So, habe ich ihn wieder geheilt. Dafür gibt es gleich noch ein Herzchen. Wow, beiß mir nicht in den Finger. Noch eins Gelbes. Ah, hab Angst, dass der mir nicht beißt. Vorsichtig. Streicheln, Kätzchen, Kätzchen. Braves Kätzchen. Braves Riesenkätzchen. Ja. Hab mittlerweile Respekt vor dem. Boah, sachte. So was. Okay, darum haben wir uns auch mal wieder gekümmert. Oh, bis bald. So. Alter Pfad von Pony. Okay, dort gehen wir dann im nächsten Part weiter. Ich würde sagen, dieser Part war lang genug. Und da sehe ich auch schon das Pampros, wo es dann wahrscheinlich zu diesem Häuschen dort geht, was ihr hier seht. Und da wird die gesuchte Person drin sein. Ich speichere hier vor diesem Tor und sage, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach unten. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, den nächsten Part nicht verpassen wollt. Und da gibt es dann noch ein kleines Glöckchen oben neben dem Namen Zwergenfürsten-LP, das ihr aktivieren könnt und dann auch benachrichtigt werdet, wenn der nächste Part rauskommt. Macht's das. Und was ihr auf jeden Fall noch machen müsst, ist einen schönen Tag noch zu haben. Und ja, habt euch wohl. Bis